In diesem Video haben wir ein VW Kili 2013 mit hartnäckigem Leistungsverlust trotz neuem Partikelfilter. Eine Probefahrt mit VCDS Live-Daten brachte die eigentliche Ursache ans Licht. Eine verdächtige Abweichung und die entscheidende Reparatur. Am Ende die Frage, läuft er wieder sauber? Schaut rein! Das Fahrzeug kam mit einem verstopften Partikelfilter und somit einer Höchstgeschwindigkeit von 40 km pro Stunde in die Werkstatt. Aufgrund der hohen Laufleistung von 308.000 km und dem gespeicherten Ölaschevolumen von 96 Gramm haben wir uns entschieden, den Partikelfilter zu tauschen. Nach dem Tausch des Partikelfilters fiel bei der Probefahrt auf, dass das Fahrzeug immer noch stark ruckt, woraufhin wir den Ladedrucksollwert mit dem Istwert verglichen und uns die Lambda-Werte angesehen haben. Als wir dann den Kraftstoffhochdruck kontrolliert haben, fiel auf, dass sich der Istwert stark vom Sollwert unterscheidet und teilweise um 100 bar differiert. Kurz darauf ging auch erneut die Partikelfilterlampe an, was ein Symptom dafür ist, dass das Fahrzeug ein extrem schlechtes Abgasverhalten hat. Somit haben wir das Kraftstoffhochdruckventil getauscht und nach der Reparatur eine erneute Probefahrt durchgeführt. Hier kann man gut sehen, dass es dann bei einer gleichbleibenden Drehzahl und Geschwindigkeit beim Kraftstoffhochdruck eine schöne Deckung von Soll- und Istwert gibt. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr spannende Diagnosen, Reparaturen und echte Werkstatt-Insights sehen wollt, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr schon mal ähnliche Probleme hattet. Wir freuen uns auf den Austausch. Bis zum nächsten Mal.